Hallo, ich bin Markus Eisele von Red Hat und ich möchte euch ganz kurz vorstellen, über was mein Talk tatsächlich geht. Und ihr könnt es fast schon ahnen, es geht über Quarkus. Aber was genau ist Quarkus und warum solltet ihr euch das ganz genau anschauen? Dafür werfen wir doch gleich mal einen Blick in die Kaffeetasse. Also, wir gucken uns das Ganze nochmal an. Auf der Webseite quarkus.io könnt ihr heute schon einen kleinen Blick riskieren und euch schon mal einen ersten Überblick verschaffen. Es gibt eine wundervolle Auflistung von ganz vielen Guides, in denen ihr schon mal die ersten Schritte selber machen könnt. Und zwar sind die schön fachlich sortiert nach allem, was so relevant sein könnte für die Applikationsentwicklung. Ihr findet auch alle möglichen Informationen rund um die große Quarkus-Community auf den Webseiten selber. Und ich möchte euch eigentlich nicht nur die Möglichkeit geben, zu zeigen, wie einfach es ist, mit Quarkus tatsächlich Applikationen zu entwickeln, sondern auch ein ganz klein wenig über den Hintergrund erzählen. Also es ist nicht nur ein einfaches neues Framework, wie ihr vermutlich schon ahnt, sondern es macht einige Dinge ganz anders als die bekannten Frameworks, die ihr so benutzt habt bisher für eure Applikationsentwicklung. Und der Charme bei der ganzen Sache ist, das ganze Neue wird mit einer Menge Altem zusammengeführt und daraus kommen ziemlich performante, ziemlich kleine Applikationen oder auch Microservices, wenn ihr so wollt, mit denen ihr euch für die nächsten paar Jahre auf den ganzen Serverless-Hype definitiv gut vorbereiten könnt. Also wenn ich euch Lust und Spannung genug gemacht habe, dann würde ich sagen, registriert euch für meinen Talk und wir sehen uns dann. Tschüss!